uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ja Freunde, heute sind wir mal wieder unterwegs in No Man's Sky. Wir starten heute mal ganz entspannt ins Wochenende, auch als Aufzeichnung, weil ich muss heute länger arbeiten. Und ganz ehrlich, danach will ich einfach nur noch absterben, auf jeden Fall was anderes machen. Okay, also natürlich am Wochenende haben wir auch wieder die ganz normal die Livestreams, ne? Vielleicht kann es auch passieren, vielleicht bin ich heute Abend doch noch fit, dann mache ich auch noch einen. Aber, ne, ganz alleine wollte ich euch an diesem Freitag auch nicht lassen. Gut, Freunde, wir wollen mal sehen, ich will mal probieren, ob wir noch in die Aquarius-Sache, in diese Aquarius-Spedition wieder reinkommen. Müssen wir jetzt mal gucken, ich glaube, ich muss erstmal auf die Galaxiekarte. Leute, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst gerne ein Like, Follow da, ne, gerne die Glocke läuten, ne, was man eben mal so macht. Ne? Dankeschön. So, die Galaxiekarte. Wo ist er? Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft. Ich weiß auch gar nicht, ob die noch läuft, die Expedition. Ne? Aber das werden wir ja gleich sehen. So. Ich sehe hier nämlich jetzt keine weitere markierte Station. Das ist das nämlich. Warte mal. Freies Umsehen. Ich sehe nämlich keine weitere Station. Deshalb frage ich mich nämlich gerade, ob überhaupt diese Spedition noch läuft. Spedition, Expedition, ja, ich rede auch da einen Scheiß, ne? Nee, aber ob diese Expedition überhaupt noch läuft, ich habe da gerade jetzt so ein bisschen meine Zweifel. Das ist alles sehr merkwürdig, weil ich sehe hier auch keine Markierung. Nope. Da ist auch nichts. Ich will ganz ehrlich sein, ich bin auch mit diesem Kartensystem nicht so sehr auf guten Fuß. Ganz ehrlich. Da ist auch nichts. Da ist doch über... Läuft überhaupt noch? Also hier in Sidbury auf jeden Fall nicht mehr, wo wir gerade sind. Ha. Ah, tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade ein bisschen mit mir warten müsst hier, aber das müssen wir jetzt erstmal checken. Was ist das hier? Süßate oder wie das heißt, hier unten. Kann ich aber nicht hinswitchen. Es ist auch ziemlich weit, eigentlich zu weit für mich. Viel zu weit. Leute, ich hege gerade ganz massive Zweifel, ob diese Expedition noch läuft. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, dann würden wir mit diesem Charakter einfach ein bisschen weiterspielen. Bloß ich würde natürlich gerne wissen, ob das überhaupt noch Phase ist hier. Was ist hier mit Gacine? Hier. Der ist doch markiert. Ist das eine Angelstelle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, wir brauchen wieder Antimaterie, um überhaupt springen zu können. Wir haben nämlich keinen Antimaterieantrieb mehr. Okay, Freunde, dann haben wir, würde ich doch mal sagen, eine Mission. Alle Klarheiten beseitigt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo uns Antimaterie poolen. Jetzt lass mal gucken, ob wir hier irgendwie selber noch Reserven haben. Dass wir uns da was schnitzen können. Wir bräuchten... Ach, guck mal hier, wir bräuchten eigentlich nur verdichteten Kohlenstoff. Leute, das wird doch zu machen sein, oder? Was haben wir hier? Kohlenstoff. Warte mal. Hm.
persönliche Raffinerie haben wir doch sowieso schon auf den Schultern hier. So. Dann machen wir uns doch verdichteten Kohlenstoff, verdammt nochmal. Hallo? Kann ja nicht so schwer sein. So, wenn wir Glück haben, können wir jetzt gleich hier weiter, ne? Das wäre natürlich optimal. Stopp! So, einmal. Ah, ich bin so froh, dass wir diese tragbare Einheit haben. Richtig dankbar. So, jetzt erstmal gucken. Jetzt müssten wir zumindest eine Einheit Antimaterie herstellen können. Ja, reicht gerade für eine. Okay, man soll sein Glück nicht herausfordern. Jetzt brauchen wir noch ein Antimaterie-Gehäuse. Dazu bräuchten wir noch Ferritstaub. Das haben wir allerdings nicht. Also nicht genug. Haben wir hier irgendwo noch Silikatpulver? Das müsste doch, damit könnten wir doch Ferrit erstellen. Warte mal. Ja, heute wird es ein bisschen theoretisch, sehe ich schon. Das tut mir jetzt leid, Freunde. Aber so ist es nun mal. Nee, daraus kriege ich Glas. Woraus kriege ich nochmal Ferritstaub? Ah, Moment. Das war aus diesen, sag mal, aus diesem Müll, ne? Warte mal. Aus diesem Metallschrott, da kriege ich noch Ferrit raus, ne? Habe ich sowas noch? Warte mal. Mit etwas Glück haben wir noch Metallschrott rumlungern. Ja, jetzt natürlich nicht. Wenn man es mal braucht, dann hat man es natürlich nicht. Schiede! Das heißt, so oder so, wir müssen irgendwo noch Ferritstaub abklauben. So, wo war denn jetzt der nette Planet hier? Da ist die Anomalie. Dann gehen wir mal hier rüber. Was ist das für ein Planet? Windgepeitscht? Siedend? Wo ist denn der schöne Planet jetzt wieder hin? Feucht. Naja, feucht, damit kann ich leben. Als Oller Hamburger kann man es da für Brise und ein bisschen Regen ja ertragen, ne? Ja, ich brauche wieder Tritium oder Pyrit für den Impulsantrieb. Es ist ja jeden Tag was hier, ne? Ach du Scheiße. Ja, habe ich natürlich nicht mehr, ne? Ja. Super. Okay. Gucken wir mal gleich hier im Meteoritenfeld, ob wir da was finden. Platin ist ja schon mal schön. Aber wir bräuchten eigentlich eher Treibstoff. Das ist alles das Falsche. Ich brauche Treibstoff hier. Das sind alles Sachen, die ich sonst gerne haben möchte. Ja? Man kriegt das. Es ist immer so, ne? Man kriegt diese Sachen immer nur dann, wenn man sie gerade nicht braucht. Ja, ansonsten müssen wir auf dem Rückweg nochmal rein hier ins Feld. Wir brauchen Treibstoff, Freunde. Es hilft nichts. Tritium, genau das brauchen wir. Davon bräuchten wir deutlich mehr. Wieder Platin. Jetzt ist das Feld hier jetzt auch nicht besonders dicht, ne? Also es ist nicht so, dass man hier von Stein zu Stein fliegt. Das sind schon Distanzen, ne? Das ist... Ich sehe da hinten gerade ein Speichersignal. War das unseres?
Lass mal gucken. Das interessiert mich jetzt. Schauen wir uns gleich mal an. Ich will nur ganz kurz mal hier Hyperantrieb anschmeißen. Okay, let's see. Ich stehe jetzt komplett aus auf dem Schlauch. Ist das eine meiner Stationen? Werde ich jetzt senil? Kann nicht sein. Schauen wir mal. Na, da steht hier ein Speichersignal draußen. Ist eigentlich nicht so meine Art. Solche Türen baue ich auch nicht. Ist nicht meins. Ja. Das ist nicht meins. So, jetzt brauchen wir aber Ferritstaub, um beim Thema wieder zu bleiben oder zurückzukommen. Sonst wird das alles nichts hier. So, was turnt da für ein Viech rum? Kenne ich schon, okay. So, sicher ist sicher. Den hier nehmen wir noch mit. Müsste... Ja, komm. Ja, nehme ich auch noch mit. Wenn ihr euch so aufdrängt. Junge! Nehmt ihr gar kein Ende hier. So, und dann auch noch zwei Geoden, ne? Hier brennt echt die Hütte. So, analysieren. Einmal, zweimal, dreimal. Und tschüss. So, Produkt herstellen. Wieso hänge ich hier jetzt gerade? Leute, ich hänge jetzt gerade. Rien de plus, meine Damen und Herren. Nichts geht mehr. Was ist hier los mit diesem Spiel? Meine Damen und Herren. Okay. Menü auch nicht. Also, ich muss jetzt damit rechnen, dass er es nicht zwischengespeichert hat. Ich starte das Ganze nochmal neu. Wir sehen uns gleich wieder. Wartmut, datmut. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal neu gestartet und ich hoffe, ja. Er hat jetzt hier noch meine Sammlung an Ferrit berücksichtigt. So. Unsere Antimaterie ist da. Gott sei Dank. Er hat's nicht verkackt. Er hat's nicht verkackt. Sehr schön. So, dann können wir jetzt eine Warpzelle herstellen. Sehr schön. Die hauen wir gleich... Ah, wo ist denn unsere Kiste? Die dürfte doch so gar nicht weit von uns stehen. Da ist sie doch. Also schön finde ich es ja nicht. Der ist originell, aber schön ist anders. Muss ich ganz ehrlich sagen. Freunde der Sonne. So, also. Ich versuche jetzt immer noch die Warpzelle hier reinzukriegen. Zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Es darf wieder gewarpt werden. Sehr schön. Ja, für mehr als eine Einheit reicht es nicht. So, hier. Das wollten wir noch analysieren. Da ist er nämlich abgekackt beim Analysieren. Jetzt ohne Scheiß. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde gerne mal so ein bisschen Krams umlagern. Weil das hier einfach Platz wegnimmt. Jetzt haben wir hier Wespenpfeil. Okay, das sind Köder zum Angeln. Die brauchen wir noch. Nährstoffprozessor, um uns was zu essen zu machen. Ist klar. Navigationsdaten. Ja, die können wir später verscheuern. Was haben wir hier noch? Liebliche Qualle.
Das ist ein Fang. Okay. Was haben wir hier? Salz ist jetzt etwas, was ich nicht regelmäßig brauche. Ja, mal zum Essen salzen, ne? Aber sonst eigentlich nicht. Ja, soll reichen, oder? Soll reichen, der ganze Bums. Gut. Wie gesagt, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob wir hier noch was zu tun haben. Ich meinte, wir hatten hier schon geangelt. Jetzt ist ja ein bisschen her, ne? Seit wir das letzte Mal hier waren. Und unterwegs waren in No Man's Sky. So, das soll reichen. Okay, hier schwebt auch sogar noch ein bisschen was rum. Weil, ich würde mal sagen... Ja, das Tritium dürfte nicht schaden, wenn wir noch ein bisschen mehr hier mitnehmen. Weil es ist auch schon wieder auf der Reserve hier. Ja, Gold ist schön. Aber... Erstens A, nicht alles. Und damit kann ich nicht fahren, nicht fliegen oder irgendwas. Ich sehe schon, das ist heute nicht so mein Tag hier. Noch mehr Gold. Ja, heute scheißen sie mich mit Gold zu. Jetzt, wo ich es nicht brauche. Noch mehr Gold. Leute, ihr wollt mich doch verkohlen. Leute, ich brauche Tritium, kein Gold. Jetzt werde ich mit Gold hier zugeschissen. Ist zwar sehr nett und sehr aufmerksam, aber... Nein. Silber, ja. Leute... Gold und Silber, alles schön. Kann ich mir nicht in den Tank packen, Mensch. Da, das sind die Brocken, die wir haben wollen. Das Feld sieht ergiebiger aus hier. Wir bleiben mal kurz hier, wir bleiben mal kurz hier. Ganz ehrlich, mir ist das Angeln heute gar nicht so wichtig. Aber definitiv, dass wir hier mal so oder so ein bisschen weiterkommen. Und eben halt einfach mal wieder spielen. Wir haben das so lange jetzt wieder liegen lassen. Wieder viel Gold, wenig Tritium. Silber auch noch, ich vergaß. Da ist wieder Tritium. Okay, das soll erstmal reichen. Wir rufen uns mal schnell und fix die Galaxiekarte auf. Wenn ich das jetzt richtig deute, Galinche, ich hoffe, ich täusche mich da, oder? Das ist dann doch ein... Warte mal.
ist ein Speicherpunkt, oder? Was ich hier habe? Ah. Also das ist definitiv außerhalb unserer aktuellen Sprungreichweite. Ist ja auch keine Markierung hier mehr. Null. Also wenn ihr da gerade drin und aktiv seid, schreibt mir mal, ob die Aquarius-Expedition überhaupt noch Thema ist aktuell. Kalinche. Na, wieso bewegt er jetzt die Route nicht? Da. Da waren wir schon. Okay, also die Richtung können wir schon mal knicken. Na. Also ich glaube, dass wir dann in Galinche doch eher gestartet sind schon, oder? Also korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Aber ich habe das Gefühl, diese Expedition ist schon Geschichte. Weil ich sehe hier keinerlei Markierung mehr. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch einen Punkt haben, wo wir hier hin müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beim letzten Mal hier waren, genau hier in diesem System. Und dort auch geangelt haben. Dass wir diesen zweiten Platz gefunden haben. Jetzt sagt ihr mir aber immer noch, wir haben den zweiten Platz noch nicht erkundet oder gefunden. Das ist sehr merkwürdig. Ihr seht mich verwirrt. Wenn wir jetzt nämlich ins Protokoll schauen, na, erreiche die zweite Angelstelle. Also ich meinte, wir hätten letztes Mal den zweiten Treffpunkt erreicht. Da, und hier haben wir hier, ne, vorgeschlagener Pfad zum Treffen ist auf Galaxiekarte markiert. Ist es ja gar nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob das noch läuft überhaupt. Ich sehe auch keine entsprechenden Markierungen irgendwo. Das macht mich alles so ein bisschen fertig hier. Also normalerweise müssten wir dann ja hier, auf dem Planeten sind wir übrigens auch gestartet, ja. Da müssten wir hier noch irgendwo eine Markierung haben. Hier sehe ich nur ein Speichersignal, das ist aber nicht unseres. Alles sehr mysteriös, sehr mysteriös. Ah, komm, nehmen wir noch mal kurz mit. Ne, wenn wir schon durchfliegen müssen, nehmen wir es mit. Bomben wir uns den Weg durch hier zum Planeten. Haben wir wenigstens wieder genug Treibstoff. So, ich glaube, Tritium sollten wir jetzt auch wieder ausreichend haben. Naja. Für jetzt reicht's.
Aber ich sehe hier keinen Treffpunkt. Damn it. Das ist die Anomalie. Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Wir probieren es nochmal hier beim Speichersignal. Ansonsten machen wir einfach weiter, Business as usual. Wieso fliegt denn der so komisch hier? Warte mal. Nein! Also heute will er es wirklich wissen hier. So. Ja, das ist definitiv nicht meine Station. Mit Landeplatz und allem drum und dran. Nein. Aber wir schauen uns das selbstverständlich mal an. Also scheinbar sollen wir tatsächlich zu einem weiteren Treffpunkt, der nicht mehr hier ist. Trotzdem würde ich mir das hier kurz mal anschauen. Und ein bisschen angeln können wir auch mal. Wespenpfeil. Habe ich keine Köder mehr? Doch. Hä? Moment, muss ich den wieder umstellen hier, ne? Ja, genau. Oh Gott, wie war das nochmal mit dem Werfen hier, mit dieser dämlichen Angel? Jetzt. Kann ja nicht so schwer sein hier. Da ist Fischi. Die rücken mich aber ganz schön auf die Pelle hier. Ja. Was haben wir hier? Ein Wasserläufer. Gewöhnlicher Fang. Naja, besser als nichts, ne? Aber Freunde, es hilft nichts. Wir müssen... weiter, wir müssen hier weg. Wir sollen woanders hin. Ich verzweifle hier gerade so ein bisschen. Ich sehe keinen zweiten Punkt auf der Karte. Wenn ihr irgendwie mal einen Hinweistipp habt, wenn ich da was falsch sehe, schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Weil ich verzweifle gerade ein bisschen an der Karte. Ich bin sowieso kein Freund der Karte hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meinte, dass Galinche unser Startpunkt war. Also das würde nichts bringen, hier in die Richtung weiterzureisen. Meine Meinung. Ja, da waren wir doch aber schon. Das macht doch gar keinen Sinn, in dieselbe Richtung... weiter zu fliegen. Gibt es keine andere Richtung, in die ich fliegen kann? Ha. Warte mal.
Ziel, Expeditionsroute. Wieso war das nicht angeklickt? Okay, egal. Wo müssen wir hin? Das sieht aus, als wenn wir nochmal zurück müssen, aber das macht keinen Sinn. Ich sehe hier auch kein neues Ziel. Also wir können gerne hier nochmal hinspringen, aber ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Ich dachte mir so gemütlich, ne, meine Runde No Man's Sky wieder ein bisschen fischen hier auf der Aquarius-Expedition. Wie es eben halt so ist, ne, auf Kies gefurzt. Jetzt gehen die Expeditionen hier durcheinander wieder, ne. Ich will jetzt nicht auf den verschollenen Frachter. Ich will das nächste Expeditionsziel sehen. Ist das das nächste Ziel? Also das macht mich schon so ein bisschen porös heute hier, Freunde, muss ich ehrlich gestehen. Och nö. Im Ernst? Tu das, Note. Ich wollte nur in Ruhe ein bisschen angeln gehen. Was ist? Ich muss mich wieder mit solchen Dödeln rumschlagen hier. Der ist doch nicht mal in Reichweite. Super Sache, das. Da haben wir die nächsten Backpfeifen. Könnt ihr nicht einfach mal so ein bisschen explodieren? Das wäre doch ganz nett mal. Ne? Haben wir alle ein bisschen Ruhe hier im Puff. Wo ist denn jetzt noch einer? Ach da. Leute, ihr geht mir ganz schön auf den Sender heute, wisst ihr das? Nerv. Damit muss man sich als Weltraumangler rumschlagen, weißt du? Das ist unfassbar. Ja, geh angeln, haben sie gesagt. Entspannt, haben sie gesagt. Hä? Von wegen. Hab so richtig Puls hier. Ja, jetzt geht das wieder los mit dem Schild hier. Ja. So, können wir jetzt mal zum Ende, Junge. Das ist, finde ich, für diese Mission absolut unnötig. Ja, fass mich an die Füße. Er hat natürlich auch wieder voll aufgeladen, ne? Das ist natürlich wieder... Ach, lass mich doch in Ruhe hier mit dem Scheiß. Nach dem Scheiß hat doch keiner gefragt hier. Guck, er lädt hier schon wieder sein Schild groß auf, weißt du? Und wir gucken blöd aus der Wäsche. Was ist das?
Er fliegt hier seine Pirouettchen. So, ich hoffe, dann ist hier gleich mal Ruhe, weil es reicht mir langsam. Das war auch nicht der Ziel von dem Ausflug hier heute. Ja, er will schon gerade wieder sein Schild, wollte er gerade wieder aufbauen hier, ne? Jetzt noch einer. Nee, Leute, jetzt langsam ist mal die Spaßgrenze hier erreicht. Was soll denn das? Das ist doch Bullshit. Ja, ist schon. Nö, natürlich nicht nur einer, ne? Ist ja klar. Da müssen wir euch nochmal zwei, drei um die Ohren hauen. Leute, ob ich darauf Bock habe heute, ganz ehrlich. Eher nicht. Ich hab da keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist ja jetzt nicht Elite Dangerous oder irgend sowas, ne? Ist es ja nicht. Ne? Eher nicht. Ja, passt schon. So, noch irgendein Vogel hier. Ich habe da echt keine Lust mehr zu. Ich kann auch jetzt nicht aus der Situation raus. Wie viel wollen sie uns denn hier noch entgegenwerfen? Das ist doch Bullshit. Von allen Seiten haben wir hier irgendwelche Idioten. Und irgendein anderes Backpfeifengesicht scheint ja hier sowieso schon auf uns zu ballern. Wo ist der? Ich sehe den noch nicht mal. Da. Wer ballert da auf mich? Ich sehe niemanden. Langsam, Leute, langsam, ne? Ist mein Geduldsfaden so am Reißen, sag ich mal ganz ehrlich. Bin ich hier auf Angelexpedition oder auf Piratenexpedition? Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich nicht. Also wenn ich Dogfights will, dann bin ich da eher bei Elite Dangerous und nicht bei No Man's Sky. Ich meine mal, so eine Konfrontation ist ja klar, ne? Aber dass sie uns hier ganze Wellen entgegenwerfen, naja. Alter, ich will hier eine Auszeichnung mit Goldkranz, ja? Das ist... Gibt's doch nicht mehr, die Scheiße hier. Ja. Oh, Leute. Nee. Nee. Das ist doch Bullshit. Tod durch Laser. Das ist richtig assi, Leute. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob diese Mission überhaupt noch aktiv ist. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wir spielen das nächste Mal ganz normal weiter. Das, nö, jetzt habe ich auch keinen Bock, da groß weiterzumachen. Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Follow da. Läutet die Glocke. Volles Programm zeigt ein bisschen Liebe. Ja, ansonsten hoffe ich, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, ja, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.